Слава нашему Господу. Preis unserem Herrn. Чудесное утро сегодня. Wir haben einen wunderbaren Morgen heute. Что мы сегодня можем прийти в церковь, послушать Слово Божье. Dass wir heute in die Gemeinde kommen können, sein Wort zu hören. Послушать хорошие новости. Dass wir gute Nachrichten hören können. Потому что сегодня везде плохие новости. Weil heute ist überall eigentlich schlechte Nachrichten. Везде. Also überall, auf jeder Stelle. Я недавно разговаривал с одной женщиной. Ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen. Она говорит, я каждое утро просыпаюсь в страхе. Sie sagt, jeden Morgen wache ich so mit Angst auf. Я боюсь, что принесет мне следующее утро. Ich habe Furcht, was wird mir der nächste Morgen bringen? Братья и сестры. Брüder und Schwestern. Когда вы посмотрите в этот мир, wenn ihr in diese Welt schaut, везде плохие новости. Es sind überall schlechte Nachrichten. Вы смотрите украинские новости, все плохо. Ihr schaut ukrainische Nachrichten, es ist alles schlecht. Русские новости, катастрофа. Russische Nachrichten, auch Katastrophe. Немецкие новости, все плохо, все рушится. Deutsche Nachrichten, auch alles schlecht, alles bricht zusammen. Но я открываю Библию. Aber ich öffne die Bibel. Я что-то другое читаю. Aber ich lese da etwas anderes. Я читаю хорошие новости здесь. Ich lese da drin gute Nachrichten. Господь пастор мой. Der Herr ist mein Hirte. Я ни в чем не буду нуждаться. Also ich werde keine Not, kein Leid haben, keinen Mangel haben. Он покоит меня на злачных пажитях. Also er führt mich zu den frischen Wassern. Он водит меня к водам тихим. Ja, und er führt mich zu grünen Auen. Господь подкрепляет меня. Der Herr erstärkt mich. Направляет меня. Er führt mich. Даже если я пойду долиной смертной тени. Auch wenn ich durchs Tal der Demut gehe, я не убоюсь зла. So werde ich kein Unglück fürchten. Потому что ты со мною, Господь. Weil du, Herr, du bist mit mir. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Also dein Stab und Stecken, sie trösten mich. Я не боюсь, что сделает мне человек. Und ich werde mich nicht vor Menschen fürchten. Потому что он ангелам своим заповедал охранять меня на всех моих путях. Weil er den Engel befohlen hat, dass er mich auf allen Wegen beschützt. Ни одно орудие, которое сделано против меня, оно не будет иметь успеха. Egal welche Waffe gegen mich gerichtet ist, es wird keinen Erfolg haben. Потому что мое оправдание от Господа. Weil meine Gerechtigkeit oder Rechtfertigung ist von dem Herrn. Я читаю эти новости каждый день. Ich lese diese Nachrichten jeden Tag. Я не забуду тебя. Ich werde dich nicht vergessen. Я держу тебя за правую руку. Ich halte dich an der rechten Hand. Мои ангелы охраняют тебя. Meine Engel, sie beschützen dich. Слава Богу за его чудные обетования. Preis dem Herrn für seine wunderbare Verheißungen. Каждый день мы должны наполняться Божьими новостями. Jeden Morgen müssen wir uns erfüllen mit Gottes Nachrichten. Назидать себя. Dass wir uns erbauen, stärken. Благодарить Бога за все. Dass wir Gott für alles dankbar sind. Что мое имя записано сегодня на небесах. Dass mein Name aufgeschrieben ist im Что Himmel. Я сегодня спасенный. Dass ich heute ein Geretteter bin. Я не понимаю, братья и сестры, подумайте просто. Ich verstehe das nicht, Brüder und Schwestern, überlegt, denkt mal nach. Как трудно сегодня людям, которые не веруют в Бога. Wie schwer ist es heute für den Menschen, die an Gott nicht glauben. Я не представляю, как можно жить сегодня без Бога в этом мире. Ich kann mir nicht vorstellen, wie kann man in dieser Welt heute ohne Gott leben. Я хочу сегодня сказать. Und ich möchte heute sagen, wenn jemand online diese Predigt anschaut, если вы еще не знаете Иисуса Христа, wenn ihr Jesus Christus noch nicht erkannt habt, Иисус Христос еще не живет в вашем сердце, wenn Jesus Christus noch nicht in eurem Herzen lebt, приди сегодня к Иисусу. Komme heute zu Jesus. Тебе еще вчера надо было это сделать. Das hättest du eigentlich schon gestern machen sollen. Но если ты не сделал вчера, aber wenn du das gestern nicht getan hast, приди сегодня. Komme doch heute. И он даст тебе покой. Und er wird dir den Frieden geben. Он будет тебя благословлять. Er wird dich segnen. И ты будешь самым счастливым человеком. Und du wirst der glücklichste Mensch auf dieser Erde sein. Das ist ein sehr gutes Gefühl zu wissen, dass Gott mit dir ist. Dass seine Engel bewahren sich auf allen deinen Wegen. Preis dem Herrn für die Engel. Ich werde niemals diesen Moment vergessen. Вел мою машину. Als ein Engel Gottes mein Auto also gelenkt hatte. Я это уже рассказывал в этой церкви. Ich hatte das schon mal in dieser Gemeinde erzählt. Это было 2012 год. Das war im Jahr 2012. Я возвращался с похорон моего отца. Ich kam von Beerdigung meines Vaters. Я был один в машине. Ich war allein im Auto gewesen. Я ехал с Украины. Ich kam aus der Ukraine. И когда я уже был в Германии
Und als ich schon in Deutschland war, von Berlin nach Richtung Magdeburg, ich habe also Gott gedankt für meinen Vater. Das war ein guter Diener, das war ein guter Beispiel für mich selbst. Und ich war im Geist gewesen. Also der Geist Gottes war anwesend in meinem Auto. Ich bin gefahren und habe geweint. Ich habe gebetet, ich habe zu Gott gesungen. Ich habe komplett das Gefühl verloren, wo ich mich überhaupt befinde. Wie gesagt, ich war voll im Geist gewesen. Ich habe gebetet in Sprachen, ich habe gesungen in anderen Sprachen. Und das, was ich gesungen habe, da wurde das auch gedeutet, was ich gesungen habe. Das waren solche Lieder, die ich davor niemals gehört habe. Ich habe über Jesus Blut gesungen, über sein Kreuz. Ich habe sonst noch nie erlebt, dass es aus mir hinausgeflossen ist. Das war so ein wunderbarer Anwesen Gottes gewesen. Und das hat sich ungefähr so lange gehalten bis Magdeburg. Das waren ungefähr 40 Minuten. Und wie die Schrift auch sagt, ich bin dann in mich gekommen. So bin ich dann in mich gekommen. Und plötzlich habe ich verstanden, ich befinde doch mich eigentlich am Steuer eines Autos. Ich dachte, ich kam doch gerade erst von Berlin aus. Und ich sehe schon diesen Verkehrsschild, es ist schon vor mir Magdeburg ist. Ich habe diese Zeit gar nicht wahrgenommen, es ist so, als ob eine Minute vorbeigegangen wäre. Ich glaube an die Engel. Jeder von uns hat mindestens einen Schutzengel, der euer Leben bewahrt, beschützt. Im Namen Jesu. Also glaubt einfach danach. Und ich denke, jeder von euch kann ungefähr diese Geschichte auch erzählen. Dass ich nah am Tode war. Oder ich war nah an einem Unfall gewesen auf der Straße. Und dann in einer Sekunde geschah etwas plötzlich. Das war der Engel Gottes. Halleluja, preis unserem Herrn. Good. Also das Thema meiner Predigt ist heute zwei Arten des Glaubens. Zwei Arten von Glauben. Und die erste Art des Glaubens ist das Glaube von ungläubigen Thomas. Und der Glaube von Abraham. Oder Glaube aus unserer Kopf. Oder Glaube aus unseren Köpfen heraus. Oder Glaube aus dem Herzen heraus. Und wir werden einige Bibelstellen lesen und darüber nachdenken. Erste Schriftstelle ist Johannes, Kapitel 20. Это всем известно, это событие. Dieses Ereignis ist uns allen sehr bekannt. Когда Иисус Христос, Он воскрес из мертвых, als Jesus Christus aus, von dem Toten auferstanden ist, и ученики печалились, die Jünger waren so ein Trauerzustand gewesen. Для них это было очень такое тяжелое время. Es war für sie eine schwere Zeit. Потому что они не верили, что Иисус сказал, что я воскрес из мертвых. Weil sie ja nicht geglaubt haben, dass Jesus ihnen gesagt habe, ich werde von den Toten auferstehen. И когда перед тем, как уже вознесись на небо, und bevor diese Himmelfahrt geschah, написано, что он даже упрекал их за неверие и жестокосердие. Und es steht geschrieben, dass sie tadelte während ihres Unglaubens und ihres Herzenshärte. Почему? Warum? Потому что они смотрели именно своими физически плоскими глазами на все эти события. Weil sie das eigentlich mit physischen Augen auf alle diese Ereignisse geschaut haben. Они не верили в сердце своем, что он воскреснет, что для этого он и пришел. Sie haben in ihrem Herzen nicht geglaubt, dass er würde auferstehen und dass er gerade dafür auch existiert hat oder gelebt hat hier. И вот после тех событий, когда Иисус Христа распяли, похоронили уже его. Und nach diesen Ereignissen, als Jesus gekreuzigt worden ist, als er beerdigt worden ist. И он уже воскрес. Und er ist ja schon auferstanden. И они были в комнате и все говорили об этом. Sie waren alle in einem Zimmer gewesen, haben mal darüber unterhalten. Иисус Христос пришел туда. Und Jesus Christus kam dort hinein. А Фомы там не было. Und der Thomas war jetzt nicht dabei gewesen.
Фома пропустил служение. Also der Thomas hat diesen Gottesdienst ausgelassen. Это тоже для нас урок. Das ist auch für uns eine Lehrstunde, Brüder und Schwestern. Воскресное служение. Also Brüder und Schwestern, vernachlässigt nicht die Sonntagsgottesdienste. И так ученики говорят, 25 стих. Und so sprechen die Jünger im Vers 25. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перстни мои в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Da sagten ihm die anderen Jünger: «Wir haben den Herrn gesehen». Er aber sprach zu ihnen: «Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Hand lege, so werde ich es niemals glauben». Вот такая вера. So einen Glauben sehen wir hier. Вера Фомы. Das ist der Glaube von Thomas. Вера Фомы верит то, что видит, слышит и ощущает. Der Glaube ist nur das, was man sieht, was er fühlt und was er sieht. Да, я верю в Бога. Ja, ich glaube an Gott. Да, я верю, что Бог может меня исцелить. Ja, ich glaube, dass Gott mich heilen kann. Да, я верю, что Бог может решить это мои какие-то семейные вопросы, проблемы. Ja, ich glaube, dass Gott meine familiären Sorgen oder Probleme lösen kann. Помолитесь за меня. Betet für mich. Спасибо, что помолились. Danke, dass ihr für mich gebetet habt. Все, ты веришь, сестра? So, glaubst du jetzt, Schwester? Ты веришь, брат? Glaubst du jetzt, Bruder? Да, я поверю, когда это произойдет. Ja, ich werde erst dann glauben, wenn es geschehen wird. Пока мои глаза это не видят. Und solange meine Augen das nicht sehen. Пока я это не могу потрогать. Solange ich das nicht anfassen kann. Пока я это не могу понять своим разумом. Solange ich mit meinem Verstand das nicht begreifen kann. Я в это пока не верю. Solange werde ich daran nicht glauben. Пока не увижу Иисуса Христа. Bis ich Jesus Christus nicht sehe, я не поверю. So werde ich nicht glauben. И вот несколько дней назад Иисус опять приходит к ученикам, и Фома там был. Und hier ein paar Tage später kam hier Jesus zu seinen Jüngern und der Thomas war auch mit dabei. И 29 стих. Und Vers 29. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный не видевший и уверовавший». Jesus spricht zu ihm: «Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Glückselig sind die, die nicht gesehen haben und gläubig sind. Вот что говорит Иисус Христос. Das ist, was Jesus Christus hier ausspricht. И вот такая вера у нас должна быть. Und so einen Glauben müssen wir haben. Это вера Божья. Иисус сказал: «Имейте веру Божью». Das ist göttliche Glauben. Und Gott hat gesagt: «Glaubt an Gott». Если Бог сказал мне это, я верю в это. Wenn Gott zu mir das gesagt hat, so glaube ich an Даже das. Даже если я еще это не вижу. Auch wenn ich das noch nicht sehe. Но я верю в Слово Божье. Aber ich glaube an das Wort Gottes. Это как делал Авраам, и Авраам муж веры. So wie das Abraham gehabt, der Abraham ist ein Mann des Glaubens. И давайте посмотрим Римлянам 4 глава. Und lass uns mal Römer Kapitel 4 anschauen. Апостол Павел, он открывает это вера Авраама. Und Apostel Paulus öffnet hier den Glauben von Abraham. И будем читать 17 стиха. Wir werden ab Vers 17 lesen. Итак, Павел говорит: «Как написано». Wie geschrieben steht. Послушайте, братья и сестры. Hört zu, Brüder und Schwestern. Как написано. Wie geschrieben steht. Как написано. Wie geschrieben. Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, который он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие. Ich habe dich zum Vater viele Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Вот как действовал Авраам. So wie hat hier der Abraham gewirkt. Бог говорит: «Я поставил тебя отцом множества народов». Er sagt: «Ich habe dich zum Vater von vielen Völkern gestellt». От тебя произойдет множество народов. Von dir werden viele Nationen stehen. И все имени твоим благословлятся все племена земные. Und in deinem Samen werden alle Völker der Erde gesegnet werden. И благодаря вере Авраама. Und dank diesen Glauben von Abraham. Я сегодня благословенный. Bin ich heute gesegnet. Вы сегодня благословенны. Ihr seid heute gesegnet. Потому что Авраам когда-то верил.
Weil Abraham hat eins geglaubt. Благодаря вере моим родителям. Und dank des Glaubens meinen Eltern. Я сегодня верующий, я знаю моего Бога. Bin ich heute gläubig und ich kenne meinen Gott. Когда моя жизнь не была посвящена Богу. Als mein Leben Gott noch nicht geweiht war. Они молились и верили. Sie haben gebetet und geglaubt. Это пришло в мою жизнь. Und dann kam das in meinem Leben. Итак, Бог, он говорит Аврааму. Und so spricht Gott hier zu Abraham. Которому было уже 100 лет. Der schon 100 Jahre alt war. И Сара было 90 лет. Und Sarah war 90 Jahre alt. И у них не было детей. Und sie haben keine Kinder gehabt. И не было никакого шанса. Und sie haben gar keine Chance gehabt. И вот Бог приходит к Аврааму. Und Gott kommt hier zu Abraham. Давайте это посмотрим. Битие 15 глава, пару стихов. Lass uns das mal anschauen in Matthäus, Mose, Kapitel 15. 15 глава, с первого стиха написано. Von Kapitel 15 ab Vers 1 steht es geschrieben. Бог говорит, я награда твоя, и я щит твой, и награда твоя весьма велика, первый стих мы читаем. В конце. В конце. Also Vers 1, der zweite Teil. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. И Авраам здесь разговаривает с Богом. Und Abraham unterhält sich hier mit Gott. Господь, какая моя награда? Er sagt, Herr, was für einen Lohn habe ich? Я бездетный, ты не дал мне потомства, детей. Ich bin kinderlos, ich habe kein Nachkommen, du hast mir keine Kinder gegeben. И вот этот человек, Елизеар из Дамаска. Кто? Елизеар. Дарусих. Elisir из Дамаска. Also hier aus Damaskus, der, also Eliezer, im zweiten Vers steht das geschrieben. Который Авраам поставил главным над своим домом. Den hat Abraham also gestellt als Herr über sein Haus, sein Diener. И Авраам говорит, он мой наследник, я ему все передаю уже после смерти, переписал уже. Und Abraham sagt, das ist mein, also mein Diener wird mein Nachfolger sein. Ich habe schon ja alles auf ihn überschrieben, er wird mein Nachfolger sein. И четвертый стих, и было слово Господа к нему, аллилуйя. Und dann hier Vers 4, doch sie, da, das Wort des Herrn, er ging an ihn, preis dem Herrn dafür. Что нет, он не будет наследником. Er sagt, nein, nicht dieser Eliasar wird der Nachfolger наследник sein. Наследник будет твой сын, который ты родишь. Sondern Nachfolger wird dein Sohn sein, den du geboren wirst. И написал пятый стих. Und Vers 5 steht das geschrieben. И вывел ее вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Шестой стих. Vers 6. Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Будет тебе так, как я сказал. Как? Будет так, как Бог сказал Аврааму. Es wird so geschehen, wie Gott zu Abraham gesagt hat. И опять возвращаемся к Римлянам на 4 глава. Ich kehre zurück zu Römer Kapitel 4. Итак, посмотрите на Авраама. Und so schaut auf den Abraham. Бог ему проговорил эти слова. Gott hat zu ihm diese Worte ausgesprochen. Oh, это очень трудно поверить. Es war sehr schwer daran zu glauben. Разум говорил, это невозможно. Der Verstand hat gesagt, das ist unmöglich. Его здравый смысл говорил, это невозможно. Sein gesunder Menschenverstand hat gesagt, das ist unmöglich. Но Римлян, притчи, 3 глава, 5 стих написано. Aber in Sprüche 3:5 надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум свой. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Притчи 3 глава 5 стих. Sprüche 3:5. Вот это очень сильное место Писания. Das ist eine sehr starke Schriftstelle. Которая подходит к этой ситуации. Der passt zu dieser Situation hier. Итак, Аврааму было трудно в это поверить. Abraham hat es schwer gehabt, daran zu glauben. Он жил в этом шатре. Er hat in diesem Zelt gewohnt. Когда Бог проговорил ему это. Als Gott das zu ihm ausgesprochen hatte. Он посмотрел на Сару свою. Er schaute die Sara an. Он посмотрел на свое тело. Er schaute sein eigenes Leib an. И сомнение приходило в разум. Und in sein Verstand kam dann Zweifel. Но в сердце была вера у него. Aber in sein Herzen hat den Glauben gehabt. В разуме у него было сомнение. In sein Verstand war Zweifel. А в сердце была вера. Aber im Herzen hat Glauben gehabt. Я хочу вам что-то сказать. Ich möchte euch etwas sagen. Я повторю это много раз, возможно, во время проповеди. Ich werde dieses Zitat mehrmals wiederholen in der Predigt. Ты можешь даже сомневаться в своем разуме. Du kannst sogar zweifeln in deinem Verstand. Но ты
Ты можешь верить в сердце своем. Aber du kannst glauben an deinem Herzen. И что ты примешь тогда? Und was wirst du dann annehmen? Если ты примешь то, что веришь в голове, в разуме. Wenn du das annehmen wirst, das, was du im Verstand glaубst, denkst. Мы называем это вера Фомы. So nennen wir das der Glaube von Thomas. И ты получишь поражение в своей жизни. Und so wirst du eine Niederlage leiden in deinem Leben. Но если ты будешь веровать и позволишь, чтобы то, что в сердце твоем вышло из твоих уст. Aber wenn du glauben wirst, was in deinem Herzen ist, was aus deinem Mund herauskommt, ты получишь благословение чудо от Бога. So wirst du ein Segen, ein Wunder von Gott bekommen. Поэтому Бог говорит Аврааму. Deswegen sagt Gott hier zu Abraham. Ночью. Er sagt zu ihm nachts. Выйди из своего шатра. Geh aus deinem Zelt hinaus. Слишком много неверия. Sehr viel Unglaube ist когда dort. Когда ты смотришь на Сару. Wenn du auf deine Sara betrachtest. Слишком много неверия. Zu viel Unglauben. Когда ты говоришь, разговариваешь с людьми, которые окружают тебя. Wenn du mit Menschen sprichst, die dich umgeben. Они смеются над твоей верой. Sie lachen über deinen Glauben. Авраам, ты говоришь, что будешь отцом многих народов. Abraham, du sagst, du wirst Vater von vielen Völkern sein. Авраам, ты говоришь, что Сара родит тебе сына. Abraham, du sagst, dass Sarah wird ein Kind geboren. Abraham, не смеши. Also Abraham, also mach uns nicht lustig. Будь мудрым, du подумай сам. Sei doch weise, überleg doch selber это nach. Это нереально. Das ist nicht realistisch. Это то, что дьявол будет посылать в твой разум. Значит, ты что-то хочешь получить от Бога. Das ist das, was der Satan in deinen Verstand schicken wird, wenn du von Gott etwas empfangen möchtest. Может, в вашей семье есть какие-то проблемы, дети неверующие, отошли от Бога. Vielleicht habt ihr in euren Familien irgendwelche Probleme, die Kinder sind ungläubig, sie haben den Herrn verlassen. И ты молишься. Und du betest für sie. И говорит, Господь, спаси моих детей, я благодарю тебя. Und du sagst, Herr, hilf meinen Kindern, ich danke dir dafür. И ты потом разговариваешь с своими детьми, они не хотят ничего о Боге слышать. Und dann sprichst du mit deinen Kindern über Gott, aber sie wollen darüber nichts hören. Или твой неверующий муж. Oder dein ungläubiger Mann. И тут вопрос стоит дальше. Und hier wird eine Frage aufgestellt. Ты будешь говорить, я поверю, когда мой муж придет в церковь. Und du sagst, ich glaube erst dann, wenn mein Mann in die Gemeinde kommt. Но вера Авраама говорит. Aber der Glaube von Abraham spricht. Написано, спасешься ты и весь дом твой. So wirst du gerettet und ein ganzes Haus. Я беру это обетование Божие. Ich nehme dieses Versprechen Gottes oder Verheißung. И даже если мой муж сегодня пьяный пришел домой. Und auch wenn mein Mann heute betrunken nach Hause gekommen ist. Но я верю, что он спасенный. Aber ich glaube, dass er gerettet ist. Я называю несуществующее как существующее. Ich nenne das, was nicht vorhanden ist, als ob es schon vorhanden ist. Я доверяю тебе, Господь. Herr, ich vertraue dir das an. Это то, что было вера Авраама. Und das ist hier der Glaube von Abraham. И Богу надо было сказать Авраам, выйди из своего шатра на поле. Und Gott musste zu Abraham sagen, geh aus deinem Zelt raus auf das Feld. Schau den Himmel an. Schau dir mal die Sterne an. Zähle mal diese Sterne. So einen Nachkommen wirst du haben. Der Verstand sagt, das ist unmöglich. Deine Gefühle sagen, das ist unrealistisch. Dein Leib sagt, wie ist das? Das ist unmöglich. Aber Abraham schaut auf den Himmel. И написано, и поверил Авраам, аллилуйя. Und es steht geschrieben, und er glaubte daran. И поверил Авраам. Und Abraham glaubte. И это вменилось ему праведность. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Авраам поверил написанному. Abraham hat geglaubt dem, was aufgeschrieben ist. Все говорило против. Alles hat eigentlich dagegen gesprochen. Все кричало против. Alles hat dagegen geschrien. Авраам говорит, я верю Богу. Und Abraham sagte, ich glaube an Gott. Будет мне так, как сказано. Es wird so sein, wie es aufgeschrieben я ist. Верю в то, что написано. Ich glaube daran, was aufgeschrieben я не ist. Верю в то, что видят мои глаза. Ich glaube nicht an das, was meine Augen то, sehen. Что говорит моя плоть. Das, was mein Leib mir spricht. Мне все равно, что говорят люди. Mir ist egal, was die Menschen zu mir sagen. Мне главное то, что сказал Бог. Wichtig ist das, was Gott ausgesprochen если hat. Бог сказал, wenn, точка. Wenn Gott gesagt hat, so ist es Punkt. Сатана хочет всегда поставить здесь запятую. Der Satan möchte ihm eine Komma stellen. Цель его внести сомнение. Sein Ziel ist es, Zweifel hineinzubringen. Подлинно ли сказал Бог? Hat ihn Gott wirklich so gesagt? Ева, ты на самом деле так думаешь, что Бог имел это в виду? Eva, glaubst du wirklich, dass Gott das gesagt hatte? Вот откуда это все происходит. Davon kommt das alles.
подлинно ли сказал Бог? Hat Gott denn wirklich das gesagt, wahrhaftig? И приходит сомнение. Und dann kommt der Zweifel hinein. Когда приходит сомнение, приходит страх. Wenn der Zweifel kommt, so kommt auch die Furcht mit hinein. И когда приходит страх, приходит поражение. Und wenn der Furcht kommt, so kommt dann die Niederlage. Сомнение и страх это от дьявола. Also Zweifel und Furcht, das ist vom Teufel. Это приходит через твой разум. Das kommt durch deinen Verstand hinein. Поэтому Павел говорит, обновляйте свой разум Словом Божьим. Und Paulus sagt, erneuert eure Gesinnung durch das Wort Gottes. Наполняйте себя Словом. Erfüllt euch mit dem Worte Gottes. Когда я однажды проповедовал здесь, если кто-то помнит. Vielleicht kann sich noch jemand erinnern, also ich hatte mal hier gepredigt. Сохрани это слово глубоко в сердце своем. Bewahre das Wort tief in deinem Herzen. В сердце своем. In deinem Herzen. Чтобы никакой дьявол не украл тебя оттуда. Dass kein Satan das dieses Wort von dir wegnimmt. И бери это слово и говори в свою жизнь. Und nimm dieses Wort und rede das in dein Leben hinein. Смотри на слово, и ты будешь всегда победителем. Schau auf das Wort und dann wirst du immer der Sieger bleiben. Петр говорит Иисусу. Петрус sagt zu Jesus. Иисус, если ты, то позволь мне идти по воде. Sagt Jesus, wenn du es bist, so erlaube mir, auf dem Wasser zu dir zu gehen. Иисус говорит, иди. Jesus sagt, komm. И Петр пошел по воде, аллилуйя. Und Petrus ist auf das Wasser gegangen, halleluja. Почему? Warum ist er Он gegangen? Поверил слову. Er hat dem Wort geglaubt. Он поверил слову. Er hat das Wort wahrgenommen. Есть такая песня. Es gibt so ein Lied. Чьим словам поверишь ты? Welchen Worten wirst du glauben? Я буду верить слову Господа. Ich werde an das Wort des Herrn glauben. Чьим словам поверишь ты? Welchen Worten willst du heute glauben? Я буду верить слову Господа. Ich werde glauben an das Wort des Herrn. Бог сказал, я спасен. Gott hat ausgesprochen, dass ich gerettet bin. Бог сказал, я исцелен. Und Gott hat gesagt, ich bin geheilt. Чьим словам поверишь ты? Welchen Worten wirst du wahrnehmen? Я буду верить слову Господа. Ich werde an das Wort des Herrn glauben. Und пошел по воде. Und Petrus ist durch das Wasser gegangen. Потому что он поверил словам Иисуса. Weil er an die Worte Jesu geglaubt. Он смотрел на Иисуса. Er schaute Jesus an. А дальше что произошло? Was geschah dann aber weiter? Когда он начал думать о чем-то другом. Weil als er angefangen hat über etwas anderes nachzudenken. Его глаза посмотрели на волны, на шторм. Seine Augen sahen diese Wellen, diesen Sturm. И вот пришло неверие и сомнение. Und da kam Zweifel. Страх пришел. Die Furcht kam, die Angst. И он начал тонуть. Und hat angefangen zu sinken. Ничего нового нету. Es gibt nichts Neues. Это то, что происходит в нашей жизни. Das ist das, was in unserem Leben auch geschieht. Это то, что произошло в жизни Фомы. Das ist, was im Leben des Thomas geschah. Он верил. Ты можешь верить, ты можешь идти. Er hat geglaubt, du kannst auch glauben, du kannst потом gehen. Ты начинаешь смотреть на что-то другое. Aber dann fängst du auf etwas zu schauen. Ты начинаешь говорить что-то другое. Du fängst an etwas anderes zu sprechen. Приходит сомнение и страх. Und dann kommt Zweifel und Furcht. И ты теряешь твою веру, начинаешь тонуть. Und du verlierst den Glauben, fängst an zu sinken. Но слава Богу, Иисус никогда не обижается. Aber preis dem Herrn, der Jesus beleidigt и sich niemals. Ты опять как этот Петр. Und du bist wieder erneut wie dieser Petrus. Господи, спаси, помилуй. Du sagst, Herr, errette mich, begnadige mich. И слава mich. Богу за Иисуса. Und preis Gott für Jesus он Christus. Говорит, он возьмет тебя за руку и опять вытащит тебя. Und er nimmt dich an die Hand und zieht dich wieder raus. Ну, в моей жизни много раз только было. In meinem Leben war das so oft schon geschehen. И в вашей жизни столько раз было. Und in eurem Leben geht das auch schon oft. Поэтому мы ученики, мы учимся. Deswegen, wir sind jünger, wir lernen von мы Jesus. Можем падать. Wir können fallen. Но слава Иисусу. Aber preis dem Jesus он dafür. С тобою. Er ist mit dir. Он всегда готов тебя поддержать. Er ist immer bereit, dich zu unterstützen. Давайте Римлянам дальше почитаем. Lass uns Römer weiterschauen. 17 стих. Römer 4, 17. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, который он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater viele Völker gemacht vor Gott, dem er glaubte, der der Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Он называл несуществующее, как существующее. Er hat genannt das, was nicht existiert, als ob es existiert. Он смотрел на свою жену, Сару, 90-летнюю. Er hat auf seine 90-jährige Сара geschaut. И он говорит, мама, ты скоро родишь сына. Und er hat gesagt, Mama, du wirst bald ein Kind gebären. Ты родишь сына. Du wirst einen Sohn gebären. Я взял то, что сказал мне Бог. Ich habe das so geglaubt, was das Gott mir gesagt hat. Он называет
начинают называть несуществующее как существующее. Ja, und dann nennt das, was gar nicht vorhanden ist, als ob es schon vorhanden ist. Я верю, мой муж спасенный, я провозглашаю это. Ich verkündige und sage, mein Mann wird gerettet sein oder ist gerettet. Мои дети все служат Богу. Meine Kinder, sie dienen alle dem Herrn. Или что тебе, какая у тебя нужда есть. Oder egal, welche Nöte du auch immer hast. Поступай так, как поступал Авраам. Handle so, wie Abraham gehandelt hatte. Это так, как ученики, люди получали исцеление во времена Иисуса. Das ist genauso, wie die Menschen Heilung bekommen haben zur Zeit Jesu. Это сотни сказал Иисус, скажи только слово. Dieser Hauptmann hat gesagt, Jesus, sage nur ein Wort. И исцелится мой слуга. Und mein Diener wird geheilt werden. Иисус сказал, в Израиле я не нашел такой веры. Und Jesus sagt, in Israel habe ich so einen Glauben nicht gefunden. Это сотник верил, скажи только слово. Und dieser Hauptmann, glaubte, Jesus sagt nur ein Wort. Это достаточно для меня. Und das ist für mich genug. И слуга его исцелился. Und sein Knecht wurde gesund. Это женщина, которая страдала 12 лет кровотечением. Diese Frau, die 12 Jahre sind Blutkrankheit hatte. Больная, несчастная, никому не нужная женщина. Ja, sie war krank, unglücklich, keiner brauchte sie, sie hatte Blutfluss. Она умирает уже. Und so ist sie fast am Sterben. Но я исцелюсь, как только к одежде прикоснусь, я выздоровею. Aber sagt, ich werde geheilt werden, wenn ich nur den Saum seines Kleides anfasse. Она называла несуществующее, как существующее. Sie hat genannt das, was noch nicht da ist, als ob es schon da ist. Он сверх надежды поверил, 18 стих, с надеждой, что сделался отцом многих народов, по сказанному так многочисленно будет семя твое. Also Vers 18, er hat da, wo nicht zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Name sein. И не изнемогши вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже умертвело и утроба Сарада во мертвение. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Он не помышлял. Also er hat das nicht so geglaubt. Потому что если бы он помышлял, denn wenn er so gedacht hätte, пришло сомнение, неверие, so würde Zweifel, Unglauben kommen, страх, разочарование, Verzweiflung, Furcht würde kommen, и он потерял бы свое чудо от Бога. Und so hätte das Wunder von Gott verloren. Вспомни пастора одного, который рассказывал следующую историю. Ich erinnere mich an einen Pastor, der eine folgende Geschichte erzählt hatte. Говорит, после проповеди подошла, говорит, ко мне одна женщина. Er sagt, nach der Predigt kam zu mir eine Frau. И говорит, пастор, помолись за меня. Und sagt, Pastor, bete bitte für mich. Он говорит, за что помолиться ты можешь сказать? Er sagt, kannst du sagen, wofür ich beten kann? Он говорит, да, потому что я не могу молиться, если я не буду знать, за что молиться. Er sagt, der Pastor sagt, ich kann ja nicht beten, wenn ich die Not nicht weiß. И вот она рассказывает. Und so erzählt sie Folgendes. Говорит, я же верующая многие годы, крещена Духом Святым. Sagt, ich bin gläubig schon viele Jahre, bin mit Heiligen Geist getauft. Мой муж неверующий. Mein Mann ist ungläubig. Но он очень хороший человек. Aber der ist doch ein sehr guter Mensch. Он не против, чтобы я приходил в церковь. Er hat nichts dagegen, dass ich in die Gemeinde komme. Он может иногда там с друзьями чуть выпить. Er kann manchmal mit seinen Trinken da, also Alkohol genießen. Но никогда я не видел, чтобы он там пьяный приходил домой. Aber ich habe nie gesehen, dass er so jetzt richtig betrunken nach Hause kam. И говорит, вот однажды, в один день, он приходит домой. Und eines Tages, sagt sie, kommt er nach Hause. И очень-очень сильно пьяный. Und er sehr, sehr betrunken. И говорит, я так разозлилась. Und sie hat gesagt, ich bin so wütend geworden. Я на него накричала. Ich habe ihn angeschrien. Я много наговорила плохих слов. Ich habe sehr viele schlechte Wörter auf ihn gesagt. Я пошла в свою комнату, закрыла дверь. Ich bin in mein Zimmer gegangen, habe die Tür abgeschlossen. И больше к нему не выходила целую ночь. Und ganze Nacht bin ich nicht mehr zu ihm gekommen. И говорит, я не могла спать. Sie sagt, ich konnte nicht schlafen. И еще перед этим. Also und davor noch. Она говорит, когда я так рассердилась, она говорила много слов. Und sie sagte, also als sie wütend war und so viele Worte auf ihn geworfen hatte. Мой муж говорит, а я прикинулся пьяным, на самом деле я не пьяный. Aber der Mann sagt, ich habe mich nur verstellt, als ob ich betrunken bin. In Wirklichkeit bin ich nüchtern. Она говорит, меня что-то больше разозлило, что он пошутил так надо мной. Und sie sagt, ich bin noch wütender geworden, dass er mit mir so einen Spaß erlaubt hatte. И говорит, я вот ночью не могу спать. Und sie sagt, jetzt kann ich nachts nicht schlafen. Я говорю, Господь, прости, это так отвратительно. Sagt, Herr, das ist so widerlich, verzeih mir. Я крещена Духом Святым, так сорвалась, так по-плотски поступила. Ich bin getauft mit dem Heiligen Geist, aber ich bin ja so, ja, falsch gehandelt.
этот пастор говорит, слушайте всю эту историю. Und als Pastor diese ganze Geschichte also gehört hatte von ihr. Я так и до сих пор не понял, за что помолиться. Er hat gesagt, ich habe immer noch nicht verstanden, worüber soll ich beten? Я хочу получить какое-то ощущение, что Бог меня простил. Ich möchte irgendein Gefühl bekommen, dass Gott mir vergeben hat. И говорит, на следующий день, когда я встала. Und er sagte, am nächsten Tag, als ich auferstanden bin, wir haben also Kaffee getrunken. Und er sagt am Morgen, ja, mein Lieber, verzeih mir, ich als Gläubiger habe viel falsch gesprochen. Und der Mann sagt auch, ja, verzeih du mir, ich habe ja mir diesen Spaß erlaubt, ich tue auch Buße. Мы покаялись друг перед другом. Und wir haben voneinander also Bekenntnis gemacht. И говорю, пастор, за что молиться? Und der Pastor sagt, wofür jetzt beten? Ну, я не чувствую, что Бог меня простил. Sagt, ich spüre nicht, dass Gott mir vergeben hat. Он говорит, я не буду за тебя молиться. Er sagt, ich werde nicht für dich beten. Почему? Warum? Потому что 1 Иоанна 1:9, пожалуйста, выставьте. Weil in 1. Johannes 1:9, bitte strahlt das aus. Написано. Steht das geschrieben? Что если мы исповедуем наши грехи, Он, будучи верен, простит нам наши грехи. Ja, es steht geschrieben, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns, er uns die Sünden vergibt. И он говорит, ты веришь в это Слово Божие? Und er sagt zu ihr, glaubst du an das Wort Gottes? Да, я верю в это Слово Божие. Sie sagt, ja, ich glaube an das Wort То Gottes. Какие чувства еще должны быть? Dann sagt er, aber welche Gefühle musst du denn dann noch jetzt haben? Он говорит, знаете, сестра, какая ваша проблема? Er sagt, Schwester, weißt du, was du für ein Problem hast? Вы больше верите своему неверующему мужу, чем Слову Иисуса Христа. Ihr glaubt mehr an ihren ungläubigen Mann als dem Worte Gottes. Вы же верите, что муж просил вас. Ihr glaubt doch, dass dein Mann dir vergeben hat. Да, конечно, я верю. Я знаю, что он просил меня. Ja, natürlich glaube ich. Ich weiß auch, dass er mir vergeben hat. Видите, вы поняли, о чем я говорю? Habt ihr verstanden, worüber ich rede? Вы знаете, я был подобный таким младенец во Христе. Ich war so ähnlich, als ich noch also frisch im Glauben war. Я буквально недавно вспоминал это. Ich habe das vor kurzem mich daran wieder erinnert. Я только посвятил свою жизнь Богу. Ich habe mein Leben erst Gott geweiht. Я еще был еще младенцем. Und da war ich noch Jüngling gewesen. Я не знал то, что я сейчас знаю. Ich wusste damals noch nicht, was ich jetzt weiß. И вы знаете, я уже служил Богу, я же начал проповедовать. Und ich habe Gott angefangen zu dienen, ich habe angefangen zu predigen. Но так как я был младенец. Aber da, so wie ich ein Jüngling im Glauben war. Он мне посылал мысли. Hat der Satan mir solche Gedanken geschickt. А ты уверен, что ты спасенный? Bist du eigentlich sicher, dass du gerettet bist? А ты уверен, что ты спасение не потерял? Bist du eigentlich aber sicher, dass du dein Glauben schon nicht wieder verloren hast? А вот ты там, то так не так поступил, и там не так поступил. Da hast du ja falsch gehandelt und da hast du nicht richtig gehandelt. И сатана показывал мне ошибки, которые я сделал там год назад или вчера. Und der Satan hat mir die Fehler gezeigt, die ich vor einem Jahr oder gestern gemacht habe. Я не знал то, что я сейчас знаю. Ich wusste nicht das, was ich jetzt weiß. Что, слава Богу, за кровь Иисуса. Da preist dem Herrn für das Blut Jesu Christi. Если я покаялся, он омыл все мои грехи, и теперь я чистый, как бумажный лист. Wenn ich mir Buße getan habe, so bin ich rein wie ein Blatt Papier. Я верю в кровь Иисуса Христа. Ich glaube an das Blut Jesu Christi. Если я опять вспоминаю то, что я когда-то сделал. Und wenn ich mich wieder erinnere an das, was ich irgendwann mal was gemacht habe. Это все равно, что какой-то труп мертвый что-то опять раскапывать. Das ist so, als ob irgendeine Leiche ja wieder herausgebracht wird. Кровь Иисуса имеет силу просить все твои грехи. Aber das Blut Jesu Christi hat die Macht, alle deine Sünden zu vergeben. Я этого не понимал. Das hatte ich nicht verstanden. И это было мучение для меня. Und das war für mich eine Qual. Тут я молюсь Богу, слава Иисусу, так такое чудесное служение. Und hier danke ich jetzt Gott, sag danke dem Herrn für diesen wunderbaren Gottesdienst. Понедельник я уже чувствую, что может я и не спасенный. Und am Montag habe ich das Gefühl, vielleicht bin ich doch nicht gerettet. И вот мой друг однажды он говорит, давай посетим одну церковь небольшую в деревне. Und ein Freund sagte zu mir, lass mal eine Gemeinde in meinem Dorf besuchen. Это была небольшая церковь, человек 10-15. Das war eine kleine Gemeinde, so 10 bis 15 Personen. И они такие рады, что мы посетили их. Und wir waren so froh, dass wir sie besucht hatten. И там был один брат, старший брат, диаконом этой церкви. Und da war ein Diakon, also der Älteste. In der Gemeinde. Und der Heilige Geist hat oft ihn gebraucht und durch ihn gesprochen. Er hat das Wort ausgelegt, in anderen Sprachen gesprochen. Und nun sind wir in dieser Gemeinde. Ich hatte kurz gepredigt, mein Freund hatte kurz gepredigt. Und dann dieser Bruder macht das Ende dieses Gottesdienstes und kommt zum Schluss. Und er fängt an zu beten. Und er sagt zu mir so ungefähr solche Worte.
Сын мой, не сомневайся в моей крови. Also, mein Sohn, zweifle nicht in meinem Blut. Твое имя записано на небесах. Dein Name ist aufgeschrieben im Himmel. Никто не заберет тебя из моей руки. Keiner wird dich aus meiner Hand wegnehmen. Ты спасенный, я люблю тебя. Du bist gerettet, ich liebe dich. Вы знаете, другие бы сидели, думали, ну что тут особенного, что за пророчество? Wisst ihr, die anderen saßen da, haben vielleicht gedacht, was ist das Besonderes? Das war прямо в мое сердце. Aber das war genau in mein Herz hinein. И как это груз какой-то мешок большой упал. Ja, und dieses ganze Gewicht, dieser ganze Sack ist aus meinen Schultern runtergefallen. Und ich sage, preis dem Herrn, Halleluja. Это было нужно мне. Wisst ihr, ich habe das gebraucht. Das сомнение, я помышлял, ни о чем не надо было помышлять. Das waren diese Gedanken, wo ich gezweifelt hatte. Ich hätte nicht daran glauben sollen. Помышлять о крови Иисуса, о силе крови. Wir müssen denken über Jesus Blut, über seine Kraft des Blutes. Я помышлял о каких-то своих недостатках, каких-то своих грехах там прошлых. Ja, ich hatte mal gedacht über vergangene Sünde, über meine Fehler. Вы знаете, для меня это сейчас смешно. Wisst ihr, für mich ist das jetzt witzig. Если дьявол придет своими мыслями, а ты, наверное, не спасенный, ты там что-то неправильно сделал. Wisst ihr, wenn der Satan kommt mit diesen Gedanken, ah, du bist nicht gerettet, vielleicht hast du da und hier was falsch я gemacht. Я знаю, что мне делать. Ich weiß, was ich zu tun я habe. Дьявол, пошел вон во имя Иисуса. Ich sage, Satan, geh weg im Namen Jesu Christi. Я спасенный, я дитя Божие. Ich bin gerettet, ich bin Kind Gottes. Не потому, что я такой хороший. Nicht, weil ich so ein Guter bin. А благодаря моему Иисусу Христу, крови Иисуса, sondern dank meinem Herrn Jesus Christus, dank seinem Blut. 20 стих. Будем заканчивать скоро. Wir machen gleich Schluss, Vers 20. Не поколебался в обетовании Божьем, не верим, но прибыл тверд в вере, воздал славу Богу. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch den Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Хорошо, Луки 1 глава. Gut, lassen wir Lukas Kapitel 1 nochmal gucken. Еще посмотрим такое событие Захарии и с Марией. Lass uns ein Ereignis schauen von Maria. И первосвященник Захария был такой. А Захоя приста Захария. Написано, что Захария, он был первосвященником, он служил в храме. Also es steht geschrieben, dass Захария war ein diente in dem Tempel, да, ein Hohepriester. Елизавета. Er hatte also eine Frau Elisabeth. И написано 6 стих, что они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Also das genau, es geht über Zacharias und 1,6. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Хорошее качество, правда? Also gute Eigenschaft, nicht wahr? Они были верующими. Sie waren wirklich gläubig. Они были беспорочны, ходили перед Богом. Sie waren untadelig, sie wandelten vor dem Herrn. Но у них не было детей. Aber sie haben keine Kinder gehabt. Вот и бывает такое и в нашей жизни. So genau geschieht das manchmal in unserem Leben. Мы поступаем хорошо, любим Бога, ходим в церковь. Wir handeln gut, wir gehen in die Gemeinde. Но где-то в какой-то сфере жизни, как будто что-то не работает. Aber etwas haben unser Leben, als ob es nicht funktioniert. И это не значит, что ты спасение потерял, что Бог тебя не любит. Нет, нет, нет. Das bedeutet nicht, dass du der Rettung verloren hast oder Gott dich nicht liebt. Nein, nein, nein. Но мы можем применять веру и получить свое чудо от Бога. Sondern wir können diesen Glauben gebrauchen und ein Wunder von Gott erleben. И, конечно, они молились, они хотели иметь ребенка. Und natürlich haben sie gebetet, sie wollten ein Kind haben. Но у них похожая ситуация, как у Авраама и Сары. Und die haben so eine ähnliche Situation wie bei Abraham und Sarah. Они уже старые, уже все, прошло. Sie sind ja schon alt, es ist ja schon alles vorbei. Написано 13 стих. Und in Vers 13 steht es geschrieben, Ангел пришел, когда он служил. Und der Engel kam, als er gedient hatte. И он сказал, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит сына, и назовешь имя Иоанн. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Молитва твоя услышана. Dein Gebet ist erhört. Бог услышал твою молитву. Gott hat dein Gebet erhört. Ты молишься о чем-то. Du betest über irgendeine Sache. И Бог говорит, я услышал твою молитву, не сомневайся в этом. Und Gott spricht, ich habe dein Gebet erhört, zweifle nicht daran. Захария, не сомневайся. Zacharia, zweifle nicht. Бог слышит молитву. Gott hört dein Gebet. Как тебя звать, брат, сестра, не сомневайся, Бог слышит твою молитву. Wie du heißt, Bruder und Schwester, zweifle nicht, Gott hört dein Gebet. 18 стих. Vers 18. И когда ангел это сказал, что вот ты родишь сына, и он будет великим пророком и так далее. Und so weiter, als Engel gesprochen hat, du wirst einen Sohn gebären, wird ein großer Prophet sein und so weiter.
И сказал Захария ангелу. 18 стих. Und Zacharia sprach zu dem Engel. Посмотрите на меня. Schaut mich an. Сделай так же самое. И soll das nachmachen. Захария, будь осторожным. Zacharia, sei vorsichtig. Не говори лишнего. Sage nichts Überflüssiges. Авраам так не делал. Авраам hat das nicht so gemacht. Авраам делал наоборот. Авраам hat genau das Gegenteil gemacht. Он называл несуществующее как существующее. Er hat genannt, was nicht vorhanden ist, als ob es schon da ist, ob es И vorhanden вот он ist. Говорит ангелу. Und hier spricht er zu dem Herrn. Почему я узнаю это? Woran soll ich das erkennen? Знак вопроса. Also ist ein Fragezeichen. Ибо я стар. Denn ich bin ein alter Mann. И жена моя преклонных людей летает. Und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Zacharia. Zacharias. Ты все испортил. Du hast alles niedergemacht. Ты праведный. Du bist ja ein Gerechter. Ты вот такой пресвященник, пастор, служитель. Du bist so ein guter Pastor, Diener, Бог oder Priester. Услышал твою молитву. Gott hat dein Gebet erhört. Зачем ты сомневаешься? Warum zweifelst du hier? Как ты мог так подумать? Wie konntest du nur so denken? Ты же знал Авраама. Du kennst doch Abraham. Ты знал, что Авраам не помышлял в своем разуме. Du weißt, dass der Abraham nicht gezweifelt hat in seinem Abraham Verstand. Так не поступал. Abraham hat nicht so gehandelt. Он поверил слову Господа. Sondern er glaubte an das Wort des Herrn. Даже сверх надежды поверил. Also über den Glauben gesprochen. Он не поколебался в своих этих обетованиях Божьих. Der hat nicht gezweifelt in den Verheißungen Gottes. Поэтому это вменилось ему в праведность. Deswegen wurde das ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Zacharias, что за вопросы? Zacharias, warum stellst du hier Fragen? У тебя вера Фоми. Du hast den Glauben von Thomas. Когда еще тогда и Фоми не было. Obwohl der Thomas damals noch а gar nicht вера же такая продолжалась от самого бытия и до сих пор. Ja, и я могу также сомневаться aber, в этом. Ja, den Thomas gab es damals nicht, aber diesen Glauben von Thomas gab es sogar schon im Alten Testament. Вы получаете что-то сегодня? Bekommt ihr heute etwas? Halleluja, слава Иисусу. Preis dem Herrn. Читаем дальше. Lesen wir weiter. 19. Ангел сказал ему в ответ. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm. Я Гавриил, предстоящий перед Господом. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. И послан говорить с тобой, и сказать тебе это. Und bin gesandt zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Ангел Гавриил этого даже не ожидал. Also Engel hat das hier zu ihm gesprochen, hat das gar nicht erwartet. Also er war schockiert von diesen Worten. Er sagte, ich bin der Engel Gabriel, der vor Gott steht. Ich habe dieses Wort selbst von Gott gebracht, um das dir zu bringen. Was für Fragen stellst du? Warum zweifelst du? И вот ты будешь молчать, и не будете иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим. Und siehe, Vers 20, und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. За то, что ты не поверил словам моим. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Авраам поверил. Abraham glaubte. Чьим словам поверишь ты? Welchen Worten glaubst du heute? Я буду верить слову Господа. Ich werde an das Wort des Herrn glauben. И дальше, через 6 месяцев. Und später 6 Monate danach. Тот же самый ангел Гавриил. Der gleiche Engel Gabriel. Он приходит к Деве Марии. Er kommt zur Jungfrau Maria. И 31 стих. Его зачнешь в чреве и родишь сына и назовешь имя Иисус. Vers 31. Und siehe, du wirst schwanger werden und seinen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. 34 стих. Vers 34. Maria же сказала ему, как это будет, когда я мужа не знаю. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Вы можете подумать, что здесь как бы одинаковая ситуация. Ihr könnt denken, dass hier vielleicht die gleiche Situation ist. Что Мария засомневалась. Dass die Maria angefangen hat zu zweifeln. Нет, Мария не засомневалась. Nein, Maria zweifelte nicht. Мария просто спросила, как это может быть, я мужа не знаю. Maria hat einfach nur gefragt, wie kann das sein, ich habe doch gar keinen Mann. Вы видите, это совершенно разные вещи. Seht ihr, das sind komplett verschiedene Sachen. И тем более Мария, ей было мало дано, если так сказать.
Und man kann sagen, dass die Maria, die hat ja nicht viel empfangen, sie hatte nicht viel gehabt. Священник Захарии было много дано. Also der Hohepriester Zacharia, dem wurde ja viel gegeben. Знаешь, если тебе дано 100 талантов, Бог будет спрашивать тебя, как из 100 талантов. Wisst ihr, wenn dir 100 Talente gegeben worden ist, so wird Gott dich über diese 100 Talente fragen. Если Марии был только один талант, с него так и будет спрашивать. Wenn Maria nur ein Talent gehabt habe, dann wird das von ihr auch nur das gefordert. Ты не можешь требовать от своего ребенка, которому 6 лет, какие-то сложные задачи, чтобы он там решал. Du kannst nicht von deinem Sohn, der vielleicht gerade 6 Jahre alt ist, irgendwelche Aufgaben zu erledigen. Понимаете, о чем я говорю? Versteht ihr, worüber ich rede? Читаем дальше. Lesen wir weiter. Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому рождаемый Святой называется Сыном Божьим. Der Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch der Heilige, der geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. 37. Vers 37. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Kein Wort. 38 стих, потрясающе. Und er erschütterte 38. Vers. Тогда Мария сказала: «Вот я раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от него ангел. Мария besprach: «Siehe, ich bin der Magd des Herrn, mir geschehen nach deinem Wort». Und der Engel schied von ihr. Аллилуйя. Halleluja. Да будет мне по слову твоему. Es soll nach deinem Wort geschehen. Вы что думаете, что Мария это все поняла разумом своим? Meint ihr, dass Maria das alles mit ihrem Verstand begriffen hatte? Когда ангел сказал: Дух Святой сойдет на тебя, и ты сверхъестественно зачнешь. Als Engel sagt, wie gesagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst übernatürlich schwanger werden. Это никогда не было до этого. Davor gab es noch niemals so etwas in der Geschichte. Никогда не было такого чуда. So ein Wunder gab es noch niemals Это davor. Первый раз в истории человечества. Das ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte. И, конечно, Мария не понимала, как это может быть. Und natürlich, die Maria verstand das nicht. Wie kann das passieren? Я мужа не знаю. Ich kenne gar keinen Mann. Говорит, Дух Святой сойдет на тебя. Aber der Engel sagt, der Heilige Geist dich, über dich kommen. И, конечно, она ничего не понимала своим разумом. Und natürlich mit dem Verstand hat sie vieles nicht verstanden. Это невозможно понять своим разумом. Das kann man mit dem Verstand nicht begreifen. Мария не сказала: Я поверю, когда только это произойдет. Maria hat ja nicht gesagt, ich werde erst daran glauben, wenn das geschieht. Мария не сказала: Я что-то это не ощущаю. Maria hat auch nicht gesagt, nee, irgendwie spüre ich nichts. Я не могу это потрогать, не могу это увидеть. Ich kann das nicht betasten, ich kann das ja nicht sehen. Знаете, что Мария сказала? Wisst ihr, was Maria gesagt hat? Да будет мне по слову твоему. Mir geschehe nach deinem Wort. Надейся на Господа всем сердцем своим. Vertrau dem Herrn an vom ganzen Herzen. И не полагайся на разум свой. Ja, und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Я не понимаю, как это может произойти. Ich kann das nicht verstehen, wie das passieren soll. Но я принимаю это верой. Sondern aber ich nehme das im Glauben да an. Да будет мне, как ты сказал. Es wird so geschehen, wie du gesagt я hast. Я верю словам Господа. Ich glaube an den Worte des Пусть Herrn. Бог поможет каждому из нас. Dass Gott jedem von uns helfen wird. Чтобы у нас была вера в Авраам. Dass wir den Glauben von Abraham haben. Dass wir durch den Glauben leben. Так, как написано в этом слове. Dass wir so leben, wie das Wort aufgeschrieben ist. И мы будем счастливые люди. Und wir werden glückliche Menschen sein. Давайте встанем, наши ноги помолимся. Lass uns aufstehen und beten.